Einer der großen und beherrschenden Leitgedanken des ersten Prozesstages für die öffentliche Verwaltung lautet Wissen teilen und Wissen mehren. In unzähligen interessanten und fruchtbaren Gesprächen der Teilnehmer untereinander wird genau diesem Gedanken Rechnung getragen. Erfahrungsaustausch und gegenseitiges Lernen ergeben sich somit quasi von selbst. Nach der Einführung und Diskussion am Vormittag gestaltet sich der Nachmittag des ersten Prozesstages für die öffentliche Verwaltung in Form von Workshops. Ziel dieser Workshops ist es, neues Wissen zu verschiedenen Notationsformen von Geschäftsprozessmanagement erlangen zu können und neue Anregungen auf diesem Gebiet mitzunehmen. Während parallel Workshops zu den Notationen EEPK, BPMN, FAMOS und PICTURE andauern, bekommen wir gegenwärtig einen Blick in den Workshop M. Dieser Veranstaltungsabschnitt trägt den Titel Geschäftsprozessmanagement für Führungskräfte. Hier wird in kompakter Form nicht nur das Warum für Geschäftsprozessmanagement in der öffentlichen Verwaltung beleuchtet, sondern auch deren Ziele, Chancen, Methoden und Organisation von den Teilnehmern herausgearbeitet. Daneben stehen die weiteren Themen, Ebenen und Sichten im Prozessmanagement, aber auch dessen Relation zu E-Government auf der Agenda des Veranstaltungsabschnittes. Als besonders gewinnbringend erweist sich die Aufgliederung der Teilnehmer in kleinere Gruppen. Dadurch entstehen jeweils rege Diskussionen zu den jeweiligen Themenfeldern. Dank dieses Modells hat jeder Einzelne die Chance, sich und seine Erfahrungen einzubringen. Die Gedanken aus den einzelnen Gruppen werden am Schluss zusammenfassend für alle Teilnehmer präsentiert. Immer wieder kehren die Gedanken zum großen und ehrgeizigen Forschungsprojekt Nationale Prozessbibliothek zurück. Hierfür kristallisiert sich heraus, dass gerade Kosten-Nutzen, Transparenz und Akzeptanz zentrale und entscheidende Faktoren für das Gelingen des Projektes, aber auch eines Prozessmanagements allgemein sind. Hält man sich die Randbemerkung des wissenschaftlichen Leiters des Forschungsprojektes vor Augen, die Prozessbibliothek beschäftige Wissenschaft, Forschung und Verwaltung sicherlich noch die nächsten 10 bis 20 Jahre, so wird die Bedeutung der kritischen Faktoren Kosten-Nutzen, Transparenz und Akzeptanz umso offenbarer. Eins ist jedoch klar: Prozessmanagement, Leistungsvergleiche und nicht zuletzt dafür die Nationale Prozessbibliothek leben von der Beteiligung, der Akzeptanz und der aktiven Unterstützung der hoffenswerterweise zahlreichen Mitglieder und Teilnehmer. Allein auch deswegen handelt es sich bei der Nationalen Prozessbibliothek um ein mächtiges psychologisches Projekt. Viele Chancen werden durch sie eröffnet, auf dem langen und dennoch am Ende sich auszahlenden Weg der Optimierung öffentlicher Verwaltung. Wir wollen natürlich nicht nur Prozesse sammeln in der Nationalen Prozessbibliothek und erschließen. Ein Prozesstag für die öffentliche Verwaltung 2011 geht zu Ende und macht Gäste, Beobachter und Organisatoren neugierig auf Folgeveranstaltungen und weitere Entwicklungen in diesem Kontext.